Sascha für netbooknews.de, immer noch auf dem Samsung-Event, wie unschwer zu erkennen, sind wir nicht mit zwei Samsung Galaxy S2 auf einem Sony-Event unterwegs. Ja, ihr habt es fast vermutet, auf der linken Seite ist ein weißes Samsung Galaxy S2, während auf der rechten Seite ein schwarzes Samsung Galaxy S2 ist. Ich spreche jetzt mal ein bisschen lauter, weil diverse Leute sich im Hintergrund freuen, weil sie neue Geräte bekommen. Was ist der große Unterschied? Ja, wir haben hier einmal auf der geriffelten Oberfläche bei der schwarzen Variante, das ist übrigens meins, und das hat hier keine geriffelte Oberfläche, also das ist hier einfach flacher, glatter Plastikrücken. Ansonsten war es das jetzt soweit. Es ist weiß, das ist schwarz, das ist dann irgendwann auch verfügbar, ebenfalls im Super AMOLED Plus Display, 800x480 ist die Auflösung, ebenfalls mit dem Exynos 1.2 GHz Dual-Core Prozessor und ebenfalls mit 4.3 Inch. Das ist das brandneue weiße Samsung Galaxy S2. Das ist mein liebes, altes, schwarzes Samsung Galaxy S2. Und ja, wer ein bisschen besser gesehen werden will, wenn er telefoniert. Mal eben kurz den Test machen. Ja, das Kamerakind Carsten ist noch ein wenig unschlüssig, was mir besser steht. Auf jeden Fall, das weiße Samsung Galaxy S2. Vielen Dank fürs Zusehen.